Hi, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass jetzt hier der 3D-Drucker am Laufen ist und für eventuelle Störgeräusche sorgen wird. Aber ich dachte mir, auch wenn das nicht Thema jetzt ist vom Video, dass ich mir ein paar Halter für die Hutschin-Montage entwerfe. Bei dem Exemplar ist er tatsächlich gar nicht fertig geworden. Hier fehlt noch die oberste Schicht. Jetzt kann man das erkennen. Aber prinzipiell ist es jetzt für einen Shelly 2.5er, für Rollo, weil man nämlich, wenn man die im Sicherungskasten hat, entsprechend so auf die Hutschiene machen kann und parallel zu irgendwelchen anderen Sachen. Hab direkt so viele gemacht, wie draufpassen. Hier auch schön mit einem Shelly-Schriftzug beispielsweise. Und ja, so sieht das Ganze aus. Und das kommt dann entsprechend hier so auf die Hutschiene drauf. Klack. Kann man entsprechend noch ein bisschen verschieben und so. Und dann passt die ganze Geschichte. Gerade dabei Shelly 1 Halter zu machen. Ich habe nämlich letztens tatsächlich Shelly 1 bei jemandem im Sicherungskasten eingebaut. Einfach lose hängen lassen. Jetzt habe ich solche Halter entsprechend. Deswegen kam ich auf die Idee. Weil er nämlich für die Außenbeleuchtung das Shelly schaltgesteuert machen wollte. Plus über Zeitschalt gesteuert. Es war vorher auf eine Zeitschaltuhr. Könnte man auch parallel machen. Zeitschaltuhr und Shelly. Aber wir haben gedacht, okay, über den Shelly kannst du auch die Zeitschaltung einprogrammieren per App, von dann bis dann ist an und separat kann man es einen ausschalten. Deswegen ganz gute Lösung in dem Fall. Aber wie gesagt, das ist nicht Ding des Videos. Es war noch eine Sache bei ihm, Bewegungsmelder plus Shelly-Einbindung in einer Dose. Da wurde nämlich links neben der Steckdose ein Bewegungsmelder mit Shelly parallel geschaltet. Ist auch kein Problem und so. Bloß ich habe selber einen Fehler gemacht, weil ich diese Schaltzeichnung hier nicht hatte und diesen Buschwächter für die Unterputzmontage hatte und dann auch 50-50 Chance gehabt habe, auf was wird es angeklemmt und so. Und dann habe ich das auf einen Punkt gemacht, weil ich dachte, okay, L Dauerphase und Pfeil raus, geht dann zur Lampe. War dementsprechend nicht so, hat er dann zu mir geschrieben, das mit dem Bewegungsmelder funktioniert nicht und so, obwohl es jetzt abends ist. Und dann habe ich mal Buschwächter, das bei Google eingegeben, Datenblatt runtergeladen und gesehen, ah okay, hat er zu mir geschrieben, kann ich gar nicht lesen, aber du machst das schon. Und ich wollte mal zeigen, wie einfach das eigentlich ist, in Datenblättern solche Schaltpläne zu lesen, um das selber entsprechend in der Form dann zu verdrahten, damit es am Ende direkt richtig ist. Genau. Schaut mal, das Ding ist, ich hatte hier diesen Bewegungsmelder, dahinter entsprechend noch ein Shelly, den er parallel dazu haben wollte und entsprechend so meine Zuleitung von der Steckdose quasi mit LN und PE. PE einfach mit Vagus direkt zu den Lampen geschliffen, welche darüber angesteuert werden. Lampensymbol ist immer so ein X beispielsweise, in einem Kreis kann man sich dann so denken. Und dann wusste ich, okay, L für die Phase, hier sieht man auch tatsächlich noch eine Sicherung, mit 16 Ampere ist die vorgesichert in dem Fall, aber dann im geschlossenen Zustand, damit L Dauerphase hier entsprechend auf L drauf geht, konnte ich direkt auf eine Vago machen, um die einmal auf L für einen Bewegungsmelder und auf L für einen Shelly zu haben. Dann habe ich entsprechend den Neutralleiter auch auf eine Vago drauf gemacht, einmal blau für einen Bewegungsmelder und dann noch eine blaue Ader für einen Shelly. Und dann bräuchte ich eigentlich nichts anderes mehr, als den Lampendraht zu verknüpfen. Beim Shelly habe ich den per Vago auf Output drauf gemacht, ganz normal. Dann hat die Sache schon mal funktioniert, dass er die entsprechend ein- und ausschalten konnte über einen Shelly. Und hier war ich mir nicht ganz schlüssig, da ich auch kein Datenblatt da hatte. Und dann dachte ich mir, Pfeil 1 rein. Ja, eher ich gehe mit Phase rein und dann geht's raus mit einem Pfeil zur Lampe. Habe ich also einen Lampendraht von der Vago quasi hier drauf gemacht, auf den Anklemmpunkt. Und dann hat es nicht funktioniert und im Endeffekt, wo ich dann dieses Datenblatt gesehen habe, habe ich halt festgestellt, okay, L die Phase, die geht auf L drauf, das ist auch so, hier ist L, hier ist N, PE haben sie jetzt nicht eingezeichnet, ist auch irrelevant jetzt hier für die Schaltung, für den Schaltplan und ja, Neutralleiter wird hier abgezweigt, geht direkt hier drauf, auch alles in Ordnung und hier kann man nachvollziehen, die geschaltete Phase, die geht hier zur Lampe auf L. Und der andere Kontakt, der geht entsprechend auf N zurück, als Rückleiter von der Lampe. Und so ist dann der Kreis geschlossen. Und dieses C1 haben sie einfach nur gemacht, um eventuell eine Nebenstelle als Taster hinzumachen. So dass man die Dauerphase L auf den Taster drauf gibt und dann weitergeht auf den Kontakt C1. Und dann ist entsprechend, wenn du tastest, dann bekommt er ein Signal, die Lampe durchzuschalten. Oder als Nebenstelle einen weiteren Bewegungsmelder, den sie im Angebot haben, hier drüber, einfach C1,
auf C1 drauf machen und hier Dauersaft und hier Neutralleiter und dann funktioniert die Geschichte auch mit zwei Bewegungsmelder, sage ich mal, für eine Lampe. Deswegen so viel dazu, ist gar nicht so kompliziert zu erklären. Wenn die Lampe hier beispielsweise direkt an L und N hängen würde, sprich man versetzt die hier nach oben hin, dann würde sie dauerhaft leuchten. Soll sie aber nicht, deswegen bekommt sie einmal Neutralleiter und die Phase geht auf ein Modul drauf und darüber wird dann die Lampe entsprechend geschaltet, sofern das Modul sagt, okay, L soll auf den Kontakt, der durchgeschaltet wird, drauf gehen und dann geht es entsprechend zur Lampe und dann liegt hier 230 Volt an zwischen Außenleiter und Neutralleiter bzw. zwischen den Verbrauchern und dann läuft die ganze Geschichte. Und so sieht man auch weitere Sachen, zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Schaltung hier sehen würde, okay, das ist eine Abzweigdose, dann haben wir hier zwei Lampen, hier haben wir einen Schalter, also das ist Symbol für Schalter mit so einem Häkchen, sage ich mal, dass der in seiner Position eingerastet ist, ein Taster hat nämlich so einen geraden Strich zum Beispiel, und wir sehen hier zwei Schalter. Und dann gucken wir Verlauf, okay, Neutralleiter wird einfach zu den Lampen hindurch verbunden. Der Schutzleiter, der wird auch zu den Lampen hindurch verbunden und die Phase schwarz in dem Fall geht einmal hier auf den Schalter, wird intern vom Hersteller noch auf den Kontakt gebrückt und dann haben wir hier einen Schalter und noch einen Schalter. Der Schalter hier schaltet die Lampe ein und der Schalter schaltet die Lampe hier durch mit 230 Volt. Somit sehen wir, okay, wir haben hier einen Serienschalter und mit der rechten Wippe wird die Lampe und mit der linken Wippe wird die Lampe entsprechend geschaltet. Mehr ist es auch nicht. Dann gibt es hier auch noch, ihr kennt mein Video von Treppenhausrelais, habe ich auch keinen Schaltplan oder so eingezeichnet. Hier haben wir jetzt ein Treppenlicht-Zeitschaltrelais und das ist das Symbol für ein Relais zum Beispiel. A2 kennt ihr, A1 kennt ihr auch. Ich sage ja immer, auf A2 kommt der Neutralleiter drauf, auf A1 der getastete. Und dann haben wir beim Relais noch intern einmal die Dauerphase und Q1 den geschalteten, welcher dann die Lampe auf Anklemmpunkt 4 in dem Fall hier durchschaltet entsprechend. Also haben wir hier so einen Schließerkontakt und wenn das Relais anzieht, schließt er den Kontakt und lässt den Strompfad durch zu den Lampen und so weiter. Und hier haben wir die Taster, hier sieht man auch die Symbole für Treppe ganz unten zum Beispiel, dann Ober- und Dachgeschoss oder wenn es so eine Wohneinheit ist, sage ich mal. Und dann können wir auch sehen, okay, Neutralleiter haben wir einmal hier bei jeder Lampe parallel dran. Den Schutzleiter haben wir auch bei jeder Lampe parallel dran. Dann haben wir aber den Neutralleiter hier noch auf Anklemmpunkt A2 vom Relais drauf. Dann haben wir hier die Phase, einmal hier auf Anklemmpunkt 1 Dauerphase auf dem Relais drauf. Dann haben wir die Phase noch bei jedem Taster eingangsseitig drauf. Kennen wir auch so, 230 Volt auf dem Taster. Durchgeschaltet haben wir jeden Taster einmal hier auf A1. Bedeutet, wenn er einen Tastimpuls, 230 Volt hier kurzzeitig bekommt, schaltet das Relais durch hier Q1, zack. Und wenn er noch einen Impuls bekommt oder nach einer Zeit abläuft, in dem Fall natürlich, dann öffnet der Kontakt und die Lampen sind halt aus, weil hier auf Anklemmpunkt 4 einfach die Phase zu den Lampen hindurch geschaltet werden. Und so ist es im Endeffekt dann mit der Schaltung von der Treppen. Also so prinzipiell, wenn man es sinnbildlich hier auf Papier sieht, um da dann den Überblick zu behalten, was wie verschaltet wird, was kommt auf welchen Anklemmpunkt drauf. Ich habe das einfach so praktisch gezeigt, aber so sieht es hier in der Theorie aus. Und dann hier noch ganz gut, wenn man Garagentorantriebe hat, das fand ich immer ganz interessant, gerade hier bei so einem Hersteller, dass man hier zum Beispiel auch einen Taster hat. Das ist jetzt Plus und Minus vom Taster, der ist natürlich nicht im Zubehör mitgeliefert, kann man entsprechend selber auch machen. Und da einfach hier auf die Kontakte Plus, Minus, kann man auch vertauschen, ist ja nur ein Taster, der lässt einfach nur hier die beiden Kontakte miteinander verbinden und dann fährt das Tor hoch, wenn nochmal Tasten bleibt stehen, wenn nochmal Tasten fährt es runter und so weiter. Deswegen, du könntest die hier mit einem Draht einfach kurz schließen, dann würde er den Impuls bekommen, aber da man das mit einem Taster lösen möchte, zieht man sich die zwei Adern zu einem Taster und schließt die beiden Kontakte über den Taster einfach durch, damit es entsprechend so getastet wird. Hier ist noch SE1 zum Beispiel als andere Kontakte, wo man nicht drauf gehen sollte mit dem Taster. Die habe ich auch dann gelesen, dass die für so Lichtschranken beispielsweise sind. Und hier sieht man das dann unten beispielsweise. Ist auch nicht im Zubehör mit drin. Und hier haben wir einmal TX
für die linke Lichtschranke und RX für die rechte Lichtschranke, beziehungsweise hier ist der Sender, hier der Empfänger, kann man so sagen. Und dann ist es einfach so, du hast an beiden Geräten auch so plus minus oder hier mit 0 Volt und TX und beim anderen mit RX beschriftet. Und dann kommt hier weiß auf 0 und schwarz auf TX und auf der anderen Seite zum Motor von dem Garagentorantrieb kommen die weißen hier auf den Kontakt drauf, TX hier auf den drauf und bei RX genau das gleiche, weiß-schwarz, der weiße kommt hier drauf und der schwarze von RX kommt da drauf und wenn sich dann irgendwas hier zwischen befindet, dann bleibt das Rolltor direkt stehen und fährt wieder in seine Ursprungsposition, nicht Ursprungsposition, aber es fährt entsprechend wieder nach oben. Damit, wenn irgendwas sich hier befindet zwischen der Lichtschranke, das Rolltor unter keinen Umständen runterfahren kann, einfach als Sicherheitsmaßnahme. Ja, deswegen, ab und zu kommen schon ein paar Leute auf mich zu und sagen mir, ich krieg das irgendwie nicht angeschlossen, ich bekomme das irgendwie nicht zum Laufen und dann ist es nur ein Verklemmfehler bzw. nicht nach Datenblatt gearbeitet. Aber irgendwie, sofern man den Leuten einmal so prinzipiell den Verlauf so von diesen Adern und so weiter zeigt, dann macht's Klick und dann verstehen die das auch direkt, weil das ist gar nicht so kompliziert zu lesen. Das ist richtig, richtig einfach. Malen nach Zahlen, sage ich immer dazu. Und dementsprechend habe ich das auch damals in der Schule richtig gerne gemacht. Deswegen, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, der Drucker, der ist jetzt auch die letzte Schicht da machen, die letzte Schichtstärke. Ich habe hier ausgewählt, in dem Fall 0,15. Jetzt ist er fertig, also das Ding ist 0,15 mm, fährt er immer hoch, bis 19,5 mm ist er jetzt auf jeden Fall hochgefahren, innerhalb von 11 Stunden und 20 Minuten und demnach kann ich den jetzt bewegen, in der Z-Achse mal ein bisschen nach oben und dann ziehe ich mir den auch noch ein bisschen nach vorne und ja, am Ende kann ich mir einen abnehmen und diesmal hat er auch 100% gegeben und bis nach oben hin alles einmal durchgefahren und das Ergebnis sieht jetzt schon richtig, richtig gut aus. Bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Jo, kannst du auf jeden Fall nicht meckern. Von der Struktur her, hier innen drin alles richtig, richtig schön sauber. Und wird doch auf die Routine passen. Naja, muss man ein bisschen hebeln. Aber geht auf jeden Fall. Und dann ist das so. Und kann es auch nicht mehr abmachen, aber verschieben. Nur wenn man dann entsprechend hier hebelt, zack, dann kriegt man den wieder ab. Ja, auf jeden Fall.